Ich freue mich sehr, hier dieses Seminar eröffnen zu können. Ich treffe hier Personen, die ich seit 30 Jahren nicht gesehen habe. Meine Kollegin in einer Schule in Wien. Das ist, um zu sagen, dass ich Österreicherin bin, aber hier doch Frankreich vertrete. Speziell Espace Marx in Frankreich und natürlich Transform. Wir wollen also jetzt hier unsere zweitägige Arbeit beginnen mit einem sehr gemischten Publikum, wie gesagt, sehr gemischten Teilnahme aus ungefähr 15 Ländern mit sehr unterschiedlichen sozialen, politischen, historischen Hintergrund. Und sicher wird es eine Frage für uns sein, wie wir es zustande bringen, gemeinsam zu diskutieren. In einer, wenn auch mit Übersetzung, doch in einer gemeinsamen Sprache. Das ist eine Herausforderung für ein Netzwerk wie unseres, Transform. Transform ist ein Netzwerk, das derzeit aus 16 Strukturen besteht, 13 Ländern. Und wir freuen uns auch besonders, dass hier viele Teilnehmer aus den östlichen Ländern gekommen sind. Transform stellt einen Versuch dar, einen Raum zu schaffen, um in einer gemeinsamen und natürlich pluralen politischen Kultur in Europa zu arbeiten. Es ist heute notwendig, in Europa gemeinsam zu denken, weil wir auch gemeinsam handeln müssen. Und wir müssen auf jedem Land unsere Aktion, unser Denken entwickeln und auch in einem gemeinsamen europäischen Rahmen. Insofern wird Jessops Vortrag wichtig sein, weil er uns damit konfrontieren wird, wie sich in der heutigen Phase der Entwicklung des Kapitalismus die Fragen des Staates, der politischen und ökonomischen Macht stellen und was das für eine transformatorische Linke bedeutet. Transform hat beschlossen, heuer in diesem Jahr nach zwei Achsen, entlang von zwei Achsen zu arbeiten. Erstens die ökonomischen, sozialen, politischen und ideologischen Aspekte der Krise. Und zweitens die strategischen Fragen für die transformatorische Linke in Europa. Es ist äußerst dringend, diese Fragen vertieft zu behandeln, weil wir ja feststellen müssen, dass die seit zwei Jahren zugespitzte weltweite Krise in Europa absolut nicht die Stunde der Linken ist, sondern einerseits die Stunde der Stimmverweigerung ist, wie wir das bei den Europawahlen gesehen haben, und andererseits die Stunde der Rechten, bisweilen der Rechtspopulisten und der Rechtsextremen, wie wir das leider auch hier in Österreich, in Wien ganz besonders feststellen können. In einer Ermangelung einer überzeugenden linken Kritik der Verhältnisse im Finanzmarktkapitalismus und besonders zugespitzt in der Krise, wird der Veränderungsdiskurs vielfach an die Rechte abgetreten. Und es herrscht trotz manchmal beeindruckender Mobilisierungen links viel Ohnmacht. Joachim Bischofs Referat wird uns mit zentralen Fragen der Ursachen der Krise konfrontieren, weil ja gerade die Interpretation der Krise, ganz besonders in einer Umbruchssituation wie heute, entscheidend ist für die politischen Schlussfolgerungen, die man daraus zu ziehen imstande ist. Nach den beiden beginnenden theoretisch angelegten Referaten und ihrer Diskussion werden wir in der zweiten Runde versuchen, einerseits die Strategien Europas in der Krise zu hinterfragen. Miguel Portas wird eine Einladung dazu machen, er ist Europaabgeordneter. Und andererseits die sozialen Realitäten hinterfragen, mittels eines Referats von Maria Caramessini. Es geht darum, welche Kritik der EU eine linke Kritik ist, eine mobilisierende Kritik ist und welche Pisten am tragfähigsten für Veränderungsstrategien sind. In der Schlussrunde wird es dann darum gehen, politische Schlussfolgerungen aus den jeweiligen Analysen zu diskutieren und auch zu überlegen, was wir auch als Transform dazu tun können, damit die Linke eine neue Interpretationshoheit erobert, damit die Milieu populaire, wie wir in Frankreich sagen, und alle veränderungswilligen Akteure sich brauchbare Werkzeuge aneignen können, um aus der Defensive herauszukommen.
Dies ist heute eine wesentliche Frage einer nicht nur partizipativen, sondern einer sozusagen demokratisierenden, verändernden Demokratie. Ich möchte euch also danken, so zahlreich gekommen zu sein aus so vielen Ländern und all das gemeinsam zu bearbeiten. Wir stellen heute fest, dass bei den diversen internationalen Treffen die weltweite Gleichzeitigkeit der Krise und die Transversalität der Phänomene eine neue Gemeinsamkeit schaffen, uns zum gleichen Zeitpunkt mit der gleichen Logik, sicher in unterschiedlichen Bedingungen, aber doch mit der gleichen Logik konfrontieren und damit die Notwendigkeit der Zusammenarbeit im Bereich der Analyse und bei der Konzeption des Handelns verstärken. Hobsbawm zum Beispiel stellt fest, dass nach 30, 40 Jahren der Verweigerung einer klarsichtigen Kritik des Kapitalismus die derzeitige Krise einen Bruch darstelle und wie ein Vulkan mit unvorhersehbaren politischen Ausbrüchen wirksam werden könnte. Tatsächlich befinden wir uns in äußerst heftigen Widersprüchen, mit einerseits Regressionen und Erscheinungen der Barbarie konfrontiert und andererseits einem Potenzial zugunsten einer neuen, solidarisch geprägten Konzeption von Wirtschaft, Entwicklung, Gesellschaft. Uns muss es darum gehen, die Widersprüche möglichst klar herauszuarbeiten und zu sehen, wo genau die Potenziale emanzipatorischer Veränderungen liegen und wie diese befördert werden könnten. Ich möchte in diesem Zusammenhang Moshe Bostone zitieren. Eine, wenn auch unbestimmte, postkapitalistische Form des gesellschaftlichen Lebens kann nur als historisch bestimmte Möglichkeit entstehen, die aus der inneren Spannung des Kapitals entwächst und nicht als Tigerkuchensprung aus der Geschichte. Und wir könnten natürlich auch diskutieren, wie es Bostone vorschlägt, welche Theorien, welche Inhalte der Bewegungen die Potenziale der Veränderung verschleiern und welche sie befördern. Diese Überlegungen sind Gründe, warum wir in diesem Seminar unterschiedliche Ebenen für unsere Arbeit vorschlagen und sowohl theoretische Konzepte als auch ökonomische und soziale Analysen und auch politische Schlussfolgerungen gemeinsam diskutieren wollen. Die Frage der Interpretation der heutigen Verhältnisse in der Situation eines historischen Bruchs wird große Bedeutung haben für die zukünftigen Kämpfe um gesellschaftliche Hegemonie. Und wenn die Krise heute nicht die Stunde der Linken ist, so hängt das wesentlich zusammen mit der Schwäche der kritischen Linken in Europa, was die Interpretation der herrschenden Verhältnisse betrifft, die sie intern und öffentlich zur Diskussion stellt. Wenn bereits zum zweiten Mal von Sarkozy in Paris im Jänner ein internationales Seminar Nouveau Monde, Nouveau Capitalisme veranstaltet wird, dann wird deutlich, wie sehr von Seiten der autoritären, rechtspopulistischen Kräften die Auseinandersetzung um die Macht der Interpretation geliefert wird. Wobei danach getrachtet wird, die Gegensätze zwischen einer rechten und linken Interpretation zu verwischen bzw. zu negieren, um damit dem Populismus das Feld zu ebnen und jeden Versuch, eine Rekonstruktion links zu entwaffnen. Gleichzeitig wird sichtbar, wie sehr die herrschenden Eliten, wie es Hobsbawm beschreibt, wie erschrockene Krankenschwestern am Krankenbett des Kapitalismus sich verhalten, ohne zu wissen, wohin es gehen soll. Die Realitäten übersteigen ihr Denkvermögen, aber die alten Rezepte werden weiter verwendet und verschlimmern den Zustand des Patienten. So muss Sarkozy zum Beispiel eingestehen, dass im Falle eines neuen Einbruchs wie im September 2008 keine staatlichen Mittel mehr zur Verfügung stehen, weil sie völlig aufgebraucht sind. Die Europäische Union zeigt in der Krise noch deutlicher all ihre Konstruktionsfehler, die sie unter anderem zu einem Auslöser und Verstärker der Krise macht. Die inneren Widersprüche haben sich so weit entwickelt, dass man von der Gefahr eines Auseinanderfallens der Eurozone und der EU sprechen kann. Alle Meldungen, die zu Beginn dieses Jahres auf uns einströmen, zeigen, wie sehr die alte Logik weiter sich durchsetzt und wie sehr sich die sozialen Widersprüche verschlimmern.
das wird ja Gegenstand der Referate und der Diskussion sein. Und auch wenn die EU von einer Exit-Strategie aus der Krise spricht, müssen wir feststellen, dass uns eigentlich alles tiefer in die Widersprüche hineinführt. Ich glaube also, dass dieses Seminar in diesem Moment eine große Bedeutung haben wird für unsere Fähigkeit im kommenden Jahr zu konstruieren, unsere Arbeit zu konstruieren in einzelnen Ländern mit unserer Zeitschrift und in weiteren Schritten, die wir morgen gemeinsam auch besprechen wollen nach Ende dieses Seminars. Und ich möchte jetzt alle einladen dazu, nochmal ihren Namen sich anzuheften mit einem Aufkleber, damit auch die Kommunikation zwischen uns erleichtert wird. Und möchte also jetzt das Wort dem ersten Referenten übergeben, Joachim Bischoff, der uns eine wesentliche Frage, die in der Krise sehr zentral diskutiert wird, sozusagen präsentieren wird mit allen ihren entscheidenden Aspekten für die theoretische und politische Diskussion. Was ist Überakkumulation des Kapitals, Surakkumulation? Er hat vorbereitet ein PowerPoint, der wird viele Zahlen und Darstellungen enthalten. Sein Kommentar, so wie du mir gesagt hast, stimmt das? Ja. Seine Ausführungen werden in Deutsch sein und sie werden natürlich übersetzt in Englisch. Gut, ich danke für die Aufmerksamkeit und wir beginnen das Seminar. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, ich wollte gerade sagen, dass ich mich besser hinstelle, damit ich auch was mitkriege, aber dann muss ich mich auf meine Erinnerung verlassen. Also ich danke erstmal für die Einladung. Elisabeth, in der Vorbereitung ging es jetzt schon darum, wir wissen alle, dass wir aus sehr verschiedenen Ländern mit sehr verschiedenen ökonomischen, politischen Strukturen kommen und dass wir auch jeder von uns ganz unterschiedliche, sei das theoretisch-politisches Erbe im Kopf hat. Insofern ist das relativ schwierig, hier einen gemeinsamen Prozess der Diskussion in Gang zu bekommen. Insofern habe ich das jetzt nach Rücksprache so gemacht, dass ich doch eine Mischung euch präsentieren will. Nehmt das vielleicht auch mehr als Erinnerung an aktuelle Entwicklungswende, das heißt eine Mischung. Wo stehen wir heute in der Krise? Zusammen mit also einigen Aspekten, wie ist diese große Krise im 21. Jahrhundert zustande gekommen? Also was ist jedenfalls meine Sichtweise darauf? Damit bin ich beim zweiten kurzen Vorbemerken. In der sozialistisch-marxistischen Ebene, ich würde sagen nicht nur in Europa, sondern auch in Nordamerika, fällt eben immer wieder der Begriff Finanzmarktkapitalismus oder finanzmarktgetriebene Kapitalakkumulation. Was der Sache nach heißt, dass die Kapitalakkumulation in früheren Jahrzehnten durch andere Aspekte oder andere Zusammenhänge getrieben worden ist. Das heißt, dass wir in einem Entwicklungsabschnitt sind, wo, lasst mich das so abkürzen, das Finanzkapital eine herausragende Bedeutung hat. Dieser Punkt, die herausragende Bedeutung des Finanzkapitals, ist in unseren, ich sage das strömungsübergreifend, in unseren Diskussionszusammenhängen nicht selbstverständlich. Viele von uns haben die letzten Jahrzehnte von Postfordismus geredet. Oder andere orientieren sich eher an der Kette
Konkurrenz, Monopol, Staatsmonopol. In beiden, also ich glaube, das sind große Diskussionsrichtungen oder Forschungsrichtungen, in beiden war eigentlich sowas wie ein finanzmarktgetriebener Kapitalismus nicht vorgesehen. Das muss man jetzt sozusagen einfach ein bisschen im Kopf haben. Jetzt kann man sagen, vielleicht denken einige, na, das ist jetzt wieder eine typisch seminaristische Betrachtungsweise, das ist nur was für halb universitäre Ebene. Ich komme ja aus der Bundesrepublik Deutschland und einer meiner Parteivorsitzenden hat vor einem halben Jahr eine sehr grundsätzliche Rede gehalten vom Parteitag und hat gesagt, wenn wir den Finanzmarktkapitalismus und seine Krise nicht begreifen, also verstehen, dann sind wir nicht in der Lage, strategisch sozusagen die Schlussfolgerung zu ziehen und auch ein vernünftiges Konzept von Übergangsforderungen zu entwickeln. Ich will das jetzt nicht vertiefen, ich will das hier nur reinwerfen, dass das also schon eben auch aus meiner Sicht nicht nur ein theoretisches Annäherung an die Verhältnisse ist, sondern es geht auch mindestens bei uns in der Bundesrepublik darum, dass wir beanspruchen, aus dieser Diskussion auch sehr weitreichende Schlussfolgerungen für also die kleine Partei Die Linke zu ziehen. Es ist eben, wie Elisabeth schon gesagt hat, nicht die Stunde der Linken. Insofern hat das europaweit doch Bedeutung, dass wir, also ich will damit nicht beanspruchen, dass wir auf der Höhe der Zeit sind, aber wir müssen uns diesen Herausforderungen stellen. Das wollte ich jetzt mal kurz vorweg schicken und werde mich jetzt im Folgenden in der zu mir Verfügung stehenden Zeit bemühen, euch einen Einblick, soweit ich das kann, in die aktuelle Diskussion zu geben. Also wo stehen wir nach zwei Jahren Krise? Und auch einiges über die Entwicklungstendenzen und Ursachen anzudeuten, die zu dieser Krise geführt haben. Ich will ausdrücklich jetzt sagen, dass das, glaube ich, von der Vorbereitung auch so angelegt war. Wir werden das gleich sehen, dass wir ja auch in der Krise eine sichtbare Bedeutung des Nationalstaates oder überhaupt des Staates wieder erleben. Nach all den Diskussionen, dass der Staat vermeintlich verschwindet. Also insofern gehe ich davon aus, dass Bob Chesok diesen Teil, also wie ordnet sich in diese Krise dann der Staat ein und zu sagen, wie können wir das verstehen, dass er das sozusagen dann weiterführen wird oder von seiner Sicht aus darstellen wird. Ja, so falsch. Musst du oben nochmal hoch? Bildschirm. Also der Titel war jetzt diese Mischung von aktueller Entwicklungstendenz und den Hintergründen. Deswegen stand auf der Eingangsfolie, wir bewegen uns zwischen in der Debatte zwischen einer erwarteten Inflation, also massiven Preissteigerungen, oder aber einer großen Gefahr eines weiteren Abstürzens in depressive sozusagen Entwicklung. Das ist eigentlich sozusagen das Entscheidende. Aus meiner Sicht ist das Jahr 2010 von vielen, also jetzt auch von bürgerlichen Kräften, die sagen, das muss jetzt 2010 entschieden werden. Was ist denn passiert? Passiert ist, das ist die Linie, die ihr jetzt vorher seid, das ist die Weltproduktion. Und wir haben eben in 2009 einen scharfen Einschnitt. Dieser scharfe Einschnitt ist, das ist eine der Thesen, nicht einfach eine konjunkturelle Abschwächung, eine konjunkturelle Schwächeperiode, sondern das ist schon eine Zäsur, also ein Einschnitt, der, ich komme da ein paar Mal drauf zurück, von vielen Ökonomen, nicht nur aus dem linken Bereich, gleichgesetzt wird mit der
Weltwirtschaftskrise des 20. Jahrhunderts, also 29 fortfolgend. Und das ist einer der Punkte, die wir klären müssen. Ist das jetzt sozusagen so schwer und was sozusagen sind die Krise und was sind die Rahmenbedingungen? Entscheidend ist eben bei der ganzen Debatte, sind wir schon wieder auf dem aufsteigenden Ast, also dieses V nach oben, oder was wird uns in den nächsten Jahren erwarten? Dieses ist eine Entwicklung zugestanden jetzt nur für Deutschland, die abbildet den Zusammenhang 1929 fortfolgende für Deutschland, wo man erkennt, dass der Schnitt, also die Schrumpfung der Produktion, also schon oberflächlich ein vergleichbares sozusagen Ausmaß angenommen. Also, wo stehen wir? Das ist für die Länder in Europa, das kann ich jetzt in der Differenzierung nicht entwickeln, noch ganz unterschiedlich. Also wir haben in den baltischen Staaten noch ganz tiefe sozusagen Ebenen. Wir haben eine schwierige Situation in Spanien, schwierige Situation in Griechenland. Werden wir für einige Länder, also etwa die Bundesrepublik Deutschland, schon wieder denken, dass wir also irgendwann, vielleicht 2011, das Niveau erreicht haben. Dieses hier, was ist, ich hier abgebildet habe, das ist ein sogenannter Frühindikator für die industrielle Produktion. Das ist der sogenannte Baltic Dry Index, der abbildet das Transportvolumen. Heute also im Wesentlichen Containerwirtschaft. Und man kann erkennen, dass wir dort immer noch insgesamt, also weltweit, auf einem relativ tiefen Niveau liegen. Da könnte ich jetzt eine ganze Reihe von anderen Indikatoren dazu packen. Also wir sind jedenfalls, das wäre erste These ist, das ist eine ganz schwere Weltwirtschaftskrise. Zweiter Punkt, wir sind überhaupt noch nicht an dem Punkt, dass wir sagen können, wir hätten die Krise überwunden. Für die Bundesrepublik Deutschland heißt das in etwa, wir haben jetzt gerade gestern die aktuellen Zahlen bekommen, unsere Ökonomie ist um 5% geschrumpft, hier steht noch 4,8%, und wir können sozusagen damit rechnen, dass wir im laufenden Jahr also einen Erholungsprozess um 1% haben. Und für die Zeiten danach, ihr seht das 1,2%, in 2011 sind selbst die Konjunkturforscher sehr pessimistisch. Das heißt, das setzt sich immer mehr die These durch. Selbst wenn es jetzt kontinuierlich bergauf gehen sollte, werden wir also 4-5 Jahre brauchen, um diese sozusagen Einschränkung, diese Schrumpfung überwunden zu haben. Das ist insofern, mir kommt es jetzt gar nicht darauf an, ob ich jetzt sozusagen das richtig abbilde. Aber wir müssen damit rechnen, dass dann Steuereinnahmen und die ganzen sozusagen sozialstaatlichen Belastungen, also auch die Rentensysteme, noch für Jahre einem Stresstest ausgesetzt sind. Das, was ihr jetzt sozusagen, was wahrscheinlich euer Alltag ist, wir haben eben auch in den Ländern ganz unterschiedliche Verarbeitung im Bereich der Lohnarbeit, also des Arbeitsmarktes. Ganz dramatisch der Anstieg der Arbeitslosenzahlen in Spanien. Könnt ihr jetzt durch Dänemark und so weiter, es kommt nicht auf Vollständigkeit an. Die also von einem Wert zu sagen, Spanien jetzt von um die 10% jetzt heute am Stand von knapp unter, also 19%, knapp 20% angewachsen sind. Andere Länder, also darunter auch die Bundesrepublik Deutschland, haben das wesentlich sagen wir, besser verarbeitet. Das hat viel mit der Politik zu tun, also mit Instrumenten wie Kurzarbeit und sozusagen, bitte? Ja, nee, das wäre, dann müsste sich das schon niederschlagen. Aber das können wir ja in der Diskussion klären. Machst du bitte weiter. Der Eichengreen hat
also gleich von Beginn an, die Idee verfolgt, wir müssen uns genau angucken, wie ist denn der Verlauf 1929 gewesen und wie ist der jetzige Krisenverlauf. Das spielt in der innerökonomischen Diskussion eine Rolle und ihr seht da die lange Linie in Monaten abgetragen, das ist der Verlauf der Krise in den 30er Jahren. Und das, die rote Linie ist also bis September, so jedenfalls dieses Forschungsteam, wir haben das zwar mal weitergerechnet, aber sehen, ist der Verlauf, den wir jetzt sozusagen seit Beginn, seit Frühjahr 2007, also der großen Wirtschaftskrise im Jahr 2000, im 21. Jahrhundert haben. Man sieht hier durchaus die Börse, ihr seht das unten, die hat sich zu sagen, also insgesamt war der Verlauf durchaus krasser, das ist glaube ich auch nicht im Kopf, aber wir sehen gerade bei den Börsen eine bestimmte Erholung in den letzten Jahren. Spannende Frage, ob das weitergeht. Während hier die Industrieproduktion und speziell auch in Deutschland bewegt sich eigentlich noch relativ dicht in dem Muster, wie wir das in den Verläufen also auch in der ersten großen Weltwirtschaftskrise gesehen haben. Was ist jetzt, wie kann man diesen Vorgang, dass einerseits die Krise durchaus Dramatik hat, wie 29 fortfolgende, dann aber jetzt in unserem Alltagsbewusstsein und sicherlich auch in eurer Umgebung überall der Tenor vorherrscht, na, das ist nicht zu vergleichen, das hat sich doch ein bisschen anders entwickelt. Wie kann man diesen Vorgang eigentlich verstehen? Und ihr seht jetzt hier, das wird vielleicht Bob nachher noch im Einzelnen aufnehmen, das hat damit zu tun, ich verkürze das jetzt, dass die herrschende Klasse sich blitzartig von ihren Theorien der also Entstaatlichung der, oder Zurückführung des Staates oder der Schrumpfung des Staates verabschiedet hat und schlagartig die Staatsintervention nach vorne geschoben. Das drückt sich einerseits aus, das habe ich jetzt hier nicht abgebildet, dass die Zinsraten drastisch nach oben abgesenkt worden sind. Das hat man in den, Ende 20 nicht so gemacht. Zweitens, was jetzt eine sehr große Rolle spielt, ist das sogenannte Quantitative Easing. Das heißt, das ist einfach eine Expansion der zentralen Notenbank und zum Teil großen Teils fast mit Notenpresse, also wenig gedrückt. Und zu sagen, dann der dritte Punkt, der staatliche Kredit für also die Erneuerung für Konjunkturprogramme. Ihr seht hier unten, das ist jetzt mehr zu sagen die Ausweitung der Geldmengensituation, dass man also ungeheure Liquidität reingepumpt hat. Und das ist, glaube ich, ziemlich deutlich zu erkennen, dass sowohl die Fed, also die US-Notenbank, als die Bank von England und die EZB nahezu gleichgerichtet, wenn auch im unterschiedlichen Volumen, alle sich sozusagen auf diese Linie der Intervention verpflichtet haben. Also eine These, ich weiß jetzt nicht genau, was Bob nachher zu sagen vertreten wird, aber meine Position wäre, dass dieses konzentrierte Eingreifen des Staates, und zwar über Zinssteuerung, über Ausweitung der Geldmenge und über Konjunktur- und Stützungsprogramme für die Banken und Finanzinstitute, überhaupt diesen Verlauf der Krise ab 2007 ermöglicht hat. Das ist, und zwar entgegen mindestens der Bundesrepublik Deutschland, war das so, dass man wirklich fast den Hebel umgelegt hat. Also Herr Ackermann, der unsere größte Bank, die Deutsche Bank vertritt, hat erklärt, Mitte, also Anfang 2007, wir sind am Ende, jetzt müsst ihr das übernehmen. Also zu glauben, dass wir das alles privat managen können, das stimmt einfach nicht. Der stellt sich heute anders dar, darüber müssen wir dann diskutieren. Das Volumen, da geistern gerade diese Tage ziemlich unterschiedliche Vorstellungen durcheinander.
Die meisten Ökonomen haben sich im Grunde jetzt überschlägig darauf verständigt, dass wenn ich alle Maßnahmen zusammennehme, der kapitalistischen, hochentwickelten kapitalistischen Länder, dann reden wir über 30 Billionen Dollar, die also auf unterschiedlichen Ebenen in dieses Programm gegangen sind. Also so direkte Zahlungen, sozusagen Ausweitung der Geldmenge, aber auch verschiedene Formen der Kredite. Hier ist mir jetzt wichtig, das ist jetzt nur USA. Und vielleicht lenkt ihr den Blick sozusagen auf das von eurer Seite oben, große Staatsaktion in den USA. Das fängt an, ist glaube ich hinten nicht ganz lesbar. Der Marshallplan, also umgerechnet auf Dollargrößen von heute, 2009, waren damals 115 Milliarden. Der New Deal wird heute sozusagen in Dollar gerechnet ein Volumen von 500 Milliarden Dollar. Der Zweite Weltkrieg sind 3000, also 3,6 Billionen. Und die noch nicht zu Ende geführte Krise, also Bekämpfung der Krise in den USA, hat schon das gesamte Volumen überstiegen, was die USA in den Zweiten Weltkrieg aufgebaut hat. Das muss man sich sozusagen jetzt, ist mir relativ wichtig, um eine Vorstellung von den Größenordnungen zu bekommen, weil dasselbe auch sozusagen für USA und Großbritannien und eigentlich auch für die Eurozone gilt. Eine der zentralen Herausforderungen, also wir vergleichen diese ganze Entwicklung sonst mit 29, wir vergleichen sie andererseits aber auch mit dem Platzen der Finanzmarktblase in Japan 89, 90. Und dort ist im Grunde wie im Labor oder exemplarisch in Japan vorgeführt worden, dass man die enorme Vernichtung von Vermögensbestandteilen in Japan bezahlen musste durch eine Phase der Deflation. Das heißt, Deflation ist, dass das Preisniveau, das allgemeine Preisniveau, wenn auch in kleinen Schritten, kontinuierlich sinkt und die ganzen Belastungen, die Schulden, damit ein immer größeres Gewicht in diesem Prozess bekommen. Das ist eben eine der Erfahrungen, jetzt, die in den Eliten vorhanden ist, dass eine depressive Entwicklung, also deflationär depressive Entwicklung, also die Gesellschaften einem ungeheuren Stresstest aussetzt und deswegen diese Entwicklung auf jeden Fall zu vermeiden ist. Das war meines Erachtens mit ein Motiv für diese Stufen der Intervention. Und ich will jetzt kurz mal zeigen, wie sich das sozusagen, dieser Vergleich mit Japan, wie sich der darstellt. Machst du mal weiter? Man sieht jetzt hier oben links die Inflationserwartung bzw. auch die realen Inflationsraten. Das heißt, die sind steil nach unten gegangen. Trotz der immensen Expansion der Geldmenge, was früher eigentlich nur bedeutet hätte, wir werden mit inflationären Prozessen konfrontiert. Wir sehen also einen Absturz der also Inflation. Wir sehen unten links also die berühmte Absenkung der zentralen Notenbank Zinssätze nahe der Nulllinie. Also das heißt, in Japan wie in USA ist das so, dass wir eigentlich uns, wenn man groß genug ist, bei der Notenbank Geld leihen kann und im Grunde keine Zinsen dafür bezahlt. Das Zinsniveau ist deswegen trotz massiver also Verschuldung auf einem absoluten Tiefpunkt. Wir sehen oben rechts also auch damit den Fall der Staatsanleihen in den Zinsraten und unten eben nochmal zu sagen in längeren Zeitraum, wie schwierig das ist, wenn man erstmal auf einem solchen deflationär-depressiven Kurs ist, da rauszukommen. Also in Japan wird davon gesprochen, dass man im Grunde ein Jahrzehnt verloren hat.
und dieses verlorene Jahrzehnt mit einer exorbitanten hohen öffentlichen Verschuldung hat bezahlen müssen. Das machen wir weit weg. So, das ist sozusagen der erste Teil, also als Einstieg, um die den Grundkonflikt heute zu verstehen. Das heißt, ich würde da so sehen, dass alle Länder, alle Regierungen in den hochentwickelten Ländern entscheiden müssen, ob sie den Kurs der Expansion des leichten Geldes, der Ausweitung der Zinsen fortfahren oder was sie eigentlich machen müssen, das ganze Ding zurückfahren und damit eben die Frage, also das Problem sich stellt, dass dann die Krise wieder sehr viel deutlicher Fahrt aufnimmt, also weil von einer selbsttragenden Kapitalakkumulation eigentlich in keinem Land die Rede ist. Also insofern wird dieses Jahr, schätze ich mal, am Ende die Antwort geben, was hier weiter zu erwarten ist. Ich möchte vor diesem Hintergrund jetzt drei Punkte, jedenfalls auch unterschiedlich, wenn ich an von der Zeit, kurz andeuten. Erstens also die Frage, wie konnte es zu dieser historischen Konstellation kommen? Was ist der Hintergrund für diese Hegemonie des Finanzkapitals, die den gesamten gesellschaftlichen Reproduktionsprozess dominiert? Zweitens, also nochmal ein Blick auf die Realökonomie. Und drittens, also nur spiegelstrichartig, was sind die sozialen Konsequenzen dieser Krise? Ich möchte zu Beginn halt nochmal sagen, vielleicht auch zugespitzt für die Debatte, also in diesem Beitrag, in diesem Fall. Aus meiner Sicht ist es so, dass wir eine latente Krisensituation haben, die sich seit den 70er Jahren aufbaut. Also das ist das chronische Überakkumulation, die dann in der Endphase zu dieser Vorherrschaft des Finanzkapitals führt. Das Finanzkapital sozusagen gerät dann in dem Höhepunkt schlagartig in die Krise. Darüber wird einerseits der gesamte fragwürdige Entwicklungsprozess der industriellen Produktion und der Ökonomie aufgedeckt, bekommt aber zusätzlich nochmal zu sagen die negativen Impulse aus dem Fall, also aus dem Bruch der Finanzkrise. Das heißt, man kann eigentlich, wenn man es richtig interpretiert, nur von Doppelkrise sprechen, in der wir drinstecken. Dies jetzt vielleicht zu den Ursachen. Es ist ja immer schwierig, wie kann ich das jetzt bildhaft und dann sehr kurz vielleicht verdeutlichen. Ihr seht hier die US-Entwicklung, umgerechnet, also immer auf heutige Werte. Und zwar geht es über die gesamten Kreditmarktschulden, alle Sektoren, also Unternehmen, öffentliche Haushalte, Staat. Und zwar in dem Zeitraum von Ausgang des Ersten Weltkrieges bis also jetzt in die 2000er Jahre. Und das, was wir jetzt feststellen, also das ist eine, jedenfalls die auch von mir vertretene Interpretation, dass wir sehr in den 30er Jahren auch eine richtig hohe, zu sagen, Vermögensblase und eine Hegemonie des Finanzkapitals hatten, dass das denn in den nachfolgenden Jahrzehnten bis hier jetzt Ende der 80er Jahre gedrückt worden ist und dass wir dann, wie man sieht, wiederum einen ganz rapiden Anstieg, also der Expansion, also des Finanzüberbaus haben. Dieses ist eben keine naturwüchsige Entwicklung, sondern in dem Zeitraum von, sagen wir mal, 1950 bis Ende der 70er Jahre ist die Regulation der Einkommen, aber auch überhaupt der Kreditgestaltung und des Finanzüberbaus relativ strikt gewesen. Und erst im Prozess, also der letzten zwei oder drei Jahrzehnte, neoliberale Deregulierungspolitik hat sich das aufgebaut,
Und das, was wir jetzt eben sehen, ist also der Absturz dieser Entwicklung, wobei das eben offen ist, in welche Richtung wir uns da weiter bewegen. Macht das ganz mal überspringen. Also das lassen wir. Das heißt, das ist hier der Kollege, den ihr seht, das ist einer der Chefvolkswirte der Europäischen Zentralbank, der schon vor, ich würde mal sagen, fast 10 Jahren gesagt hat, das Finanzvermögen, also in den 70er, 80er und 90er Jahren, wächst viel rascher als das reale Sozialprodukt. Man kann deshalb die Finanzmärkte, die Welt nicht hinreichend erklären, wenn man sich nicht intensiv mit dieser Dynamik auseinandersetzt. Das heißt, ich sage das jetzt nur, wir müssen da auch zur Kenntnis nehmen, dass diesen Hinweis, der war lange da, dass wir also in einer Bewegung drin sind, wo sich eine Hegemonie des Finanzkapitals aufbaut und die Hinweise, wir müssen verstehen, warum das abläuft. Die Deregulierung ist im Grunde die Freisetzung, die Beförderung dieser Tendenzen. Aber diese Tendenzen haben natürlich selber einen tiefen Hintergrund in der Realökonomie. Und das ist eigentlich die Botschaft, die wahrscheinlich auch die Linke lange Zeit zu sagen ignoriert hat. Ihr seht hier, also es geht um die Scherenentwicklung von Realökonomie und Finanzüberbau. Also das heißt, alle Sorten zu sagen von Schulden zu sagen, aber dann auch Geldkapital, Vermögensanlagen. Da sind die roten Balken. Das ist übrigens zu sagen, jetzt nicht alles von der Linken erfunden, sondern wir stützen uns hier auf McKinsey Global Institute, das für ihr eigenes Klientel wesentlich besser zu sagen und frühzeitiger erfasst hatten als die Linke. Also 1980 ist das Verhältnis blau-rot hier, blau-orange in etwa ausgewogen. Also das ist das, was wir vorhin schon gesehen haben, was Herr Issing gesagt hat. Da war sozusagen noch eine bestimmte handhabbare Relation, möchte ich das nennen, zwischen Finanzüberbau und Realökonomie. Und ihr seht dann, die blaue Entwicklung ist sozusagen jetzt global gesehen das Wachstum, der Zuwachs der Realökonomie. Und ihr seht sozusagen auf der anderen Seite, wie sich dem gegenüber der Finanzüberbau ein immer höheres Gewicht erreicht. Und das, womit wir jetzt konfrontiert sind, ist eigentlich die Auseinandersetzung, dass diese Schere, ich sag's mal einfach, nicht weiter zu öffnen ist. Und wir machen jetzt sozusagen, die Gesellschaften sind an dem Punkt, dass sie darüber entscheiden, wie das geschlossen wird. Wird es richtig geschlossen, dann über welche Methoden, oder ist das nur vorübergehend und geht das hinterher wieder nach oben? Was ist denn der Hintergrund jetzt für das Vermögen? Jetzt müsst ihr nur, kannst einmal nochmal zurück machen? Geht nicht. Ah, nee, dann lass mal lieber. Das geht nur hier in, ja, also wir reden jetzt über das Jahr 2007 und den orangenen oder roten Balken. Der Finanzüberbau in Billionen Dollar, also damals knapp 200 Billionen Dollar, jetzt nochmal weiter. Ich rede jetzt nur zu sagen in dieser Abbildung um etwa die Hälfte. Ja, ich bin sofort da. Hier. Wir reden hier also nur über die Hälfte, weil alles zu sagen nicht zuordnenbar ist. Ich möchte das euch aber doch vorstellen. Das eine ist, wir haben hier die rote Ecke, die 27 Billionen, das ist Privatvermögen. Also das, was wir irgendwo oberhalb sehen oder wenn wir an bestimmten Orten sind. Daneben sind aber in der fast gleichen Größenordnung Pensionsfonds, also Alterssicherung, hart gesprochen. Das kann man auch noch erweitern auf Kapitalmarktprodukte, in denen die Krankenversicherung abgestützt wird. Wenn man das vernimmt mit Lebensversicherung und sonst was unten ist das Grüne, dann sind das auch 20 Billionen. Und dann sozusagen dazwischen drin der Investmentfonds der Unternehmenssektor. Das heißt, wir müssen uns, wenn wir über diese Entkopplung reden,
dann ist das nicht einfach nur Finanzen, die uns nichts angehen, also Unternehmensbereich und weiß ich was, irgendwelche Hedgefonds oder dergleichen, sondern diese Entkopplung hat was mit einer Umgestaltung der sozialen Sicherheit zu tun. Für große Teile der Bevölkerung hängt die soziale Sicherheit an solchen Pensionsfonds. An großen Teilen der Bevölkerung hängt weltweit diese, ihre Existenz an, zu sagen, Formen von Lebensversicherung, Zusatzversicherung etc. Is it a problem with it? Because we don't understand the headings. Yes, Versicherung. Insurance. Okay, I don't understand the headings because we are in German and we are having difficulties. Yeah. Investment funds, pension funds, yes. And private wealth. That's private wealth. Private wealth. You know what people had at savings. Savings and assets, all sort of assets. Also ich habe das ja nur gemacht, weil oft in der Diskussion, vielleicht ist hier überflüssig, in der Diskussion immer der Finanzüberbau komplett nur auf die Seite der Unternehmen oder der Reichen abgeschoben wird. Wir müssen eben heute zur Kenntnis nehmen, dass für Länder wie Großbritannien, Italien, Niederlande ein Großteil der also sozialen Sicherung auch in diesem System drinsteckt, was mindestens jetzt sozusagen immer die Frage aufwirft, wenn wir das korrigieren wollen, wie machen wir das? Also das ist eher konkret, um ein Beispiel zu geben, Island. In Island gibt es jetzt eine Volksabstimmung, weil die isländische Bevölkerung sich weigert, 3,9 Milliarden Euro zu bezahlen an Niederländer und an Großbritannien, großteils Durchschnittsbürger, die eben Sparkonten in Island aufgemacht hatten und die dann sozusagen mit den Banken pleite gegangen sind. Und das bedeutet für jeden Isländer dieses Schuldenabkommen, dass er jetzt sozusagen eine Schuld zugerechnet bekommt von 12.000 Euro und das auf etwa 20 Jahre abzahlen muss. Logischerweise von der linken Regierung ausgehandelt und sagt, wir müssen das machen. Die isländische Bevölkerung sagt, das interessiert die Pensionisten in Großbritannien doch nicht. Also das sind relativ verwickelte Strukturen oder Ansprüche an eine linke Politik. Sorry, the heading Versicherungen. What's the difference with pension funds? Pension is only for old age, yes, and mostly, and insurance is for health and life insurance. Private, you mean the private yes. Insurance policies? Yes, and yes. And in private, is there also, how do you say, real estates? Real estate. Yes. Yes. But only if they are valued in the stock market. Yes. The reference is the stock market. I only asked about a specification on one hand if the real estate. So, also es ging im Grunde darum, kurz zu verdeutlichen, dass sich der Finanzüberbau von der Realökonomie relativ entkoppelt hat. Beginnend in den 80er Jahren, also am Höhepunkt 2008, war das in etwa fünfmal so groß zu sein, der Finanzüberbau als der Wert der Realökonomie. Da drin sind nicht nur das Vermögen reicher Leute und Unternehmen, sondern das ist eins der Phänomene des modernen Kapitalismus, dass da sehr viele Rücklagen auch von kleinen Leuten drinstehen. Ja. Und jetzt wollte ich nur ganz kurz sagen, dann haben wir 2007
also diese Krise gab, die Finanzkrise, und was sind die wesentlichen Effekte, ganz schematisch sozusagen zum Ende 2009. Also die Bank von England oder der Internationale Währungsfonds schätzen, dass wir bis Ende zu sagen 2010, also Ende dieses Jahres, Abschreibungen bei Finanzinstituten sehen werden von rund 3 Billionen, also die Milliarden interessieren jetzt eigentlich nicht so. Auch heute ist noch, auch wenn Herr Obama gerade von einigen Banken also eine Gebühr eintreiben will, heute sind nach wie vor ein Großteil der Banken faktisch insolvent. Also wenn alle zu sagen Garantien, wenn alle Programme zurückgezogen würden, würden wir flächendeckend also den Zusammenbruch des Banksystems sehen. Wir waren zu sagen kurz davor und in einer noch nie dagewesenen Zeit sind sowohl in USA als auch in der Bundesrepublik Deutschland Fonds aufgelegt worden, die vom Volumen, also bei uns der sogenannte SOFIN, mehr sind als das ganze Volumen eines Bundeshaushaltes im Jahr. Und das ist immer der Bezugspunkt, den HW sozusagen zuspitzt, dass das, was wir da jetzt sehen und in dieser blitzartigen Veränderung und der völlig unzureichenden Kontrolle, ich werfe das jetzt mal in die Debatte, das hat den Charakter von Finanzmarktfaschismus. Das sind also Volumen, die also historisch einzigartig sind. Also bei uns beim SOFIN weiß ich das, also dem Stabilisierungsfonds für die Finanzsphäre, das wird faktisch sozusagen von 13, 14 Leuten gemanagt und kontrolliert. Und es ist keiner sozusagen parlamentarischen Kontrolle zugänglich und dergleichen. Das ist jetzt in den USA ein bisschen differenzierter. Aber da liegt eine ungeheure, also für die Linke jetzt, liegt da eine ungeheure Gefahr. Das kannst du weiter. Ein Punkt, den will ich jetzt nur mit dieser Folie kurz streifen, weil das sonst wieder kommt nachher in der Diskussion. Ausgelöst worden ist die Krise, nicht die Ursache. Die Ursache ist also die Entkopplung des Finanzüberbaus, Umgestaltung des Sozialstaates, größere Bedeutung also des Leitkapitals. Ausgelöst worden ist das im Immobiliensektor. Deswegen Subprime-Krise, also Subprime ist sozusagen ein unteres Segment in den Immobilienbereichen. Und ihr seht hier, da sind, weil man immer nur sagt, das sind nur die, ist nur in Großbritannien, in USA der Immobilienmarkt. Der eigentliche große sozusagen Sektor, bislang einigermaßen stabilisiert, ist Großbritannien. Dann kommt Spanien sozusagen mit dem Immobilienbereich dahinter, dann Frankreich, USA, während Japan und die Bundesrepublik Deutschland an diesem Riesenboom über die letzten 20 Jahre der Immobilienpreise gar nicht teilgenommen haben. Dieser Vorgang, warum also Immobilien, Wertpapiere, Versicherungspolicen, Policies of Insurance, warum die so ein Gewicht bekommen und nachher, zum Teil politisch verstärkt, den Akkumulationsprozess treiben. Das ist zusammenfassend die These vom finanzmarktgetriebenen Kapitalakkumulation. Das ist ein Unterschied zu den Entwicklungsphasen des Kapitalismus vorher. Das müssten wir jetzt sicherlich noch mehr erläutern, aber vielleicht können wir das in der Diskussion machen. Hier ist jetzt für USA der Höhepunkt dieser Hauspreisentwicklung, dann der Absturz, und ihr seht, also auch hier die Stützungsmaßnahmen Ende 2009 haben was bewirkt, aber die Frage, ob das jetzt stabil ist oder weiter runtergeht, ist nach wie vor offen. Weiter runter. Das brauchen wir auch nicht. Bitte? Ja, ich bin gleich fertig.
Also hier jetzt nochmal, was wir jetzt hatten, das war der erste Abschnitt, war ein Versuch der Einschätzung über das Schlüsseljahr 2010, dann ein Blick darauf, was sind die wesentlichen Entwicklungslinien der Entkopplung von Realökonomie und Finanzsektor. Jetzt will ich nochmal ganz kurz einen Blick werfen auf die Realökonomie. Ihr seht hier, das ist der Konjunkturverlauf der Bundesrepublik Deutschland. Die sind variieren national immer ein bisschen, aber mehr oder minder kann man das in den anderen Ländern auch feststellen. Das setzt ein 1951. Die Kapitalakkumulation war dann bis in die 70er Jahre relativ hoch, also auch hier mit 18%. Fällt dann immer, die Schwankungen sind die berühmten Konjunkturschwankungen, ist also insgesamt vom Zuwachs auch eine fallende Tendenz. Und das, was wir jetzt hier unten beim, mit den roten Balken bei -5% sind, das ist dieser Schrumpfungsprozess. Also das, was man da diskutieren muss, ist immer noch wieder die These, ist das eine bloß scharfe Konjunkturdelle? Oder ist das also doch in einer bestimmten Weise eine Zäsur, die sowieso das Bild, was danach kommt, völlig verändert? So, wir haben noch, ich habe noch gerade knapp 10 Minuten. Ich will also jetzt nochmal kurz ansprechen, die sozialen Konsequenzen dieser Entwicklung. Also ich fasse für mich nochmal zusammen. Die Krise ist 2 Jahre gelaufen. Die Krise ist nicht beendet. Das ist eine ausgesprochen zugespitzte Situation. Der politische Grundkonflikt besteht darin, dass die ganzen Interventionen, die ganzen Unterstützungsprogramme zurückgefahren werden müssten, auch vor dem Hintergrund der riesen Steuerausfälle und der großen Löcher in den Sozialkassen. Wenn man das jetzt aber rigoros macht, dann geht man das Risiko ein, dass damit dann doch wieder zu sagen, der Absturz oder sagen wir mal die Negativentwicklung geht. Das ist der eine wichtige Punkt. Zweiter wichtiger Punkt, es hat zwar Vernichtung von Kapital, also Geldkapitalvermögen gegeben, aber die Disproportion ist überhaupt noch nicht zu sagen auf ein Maß zurückgeführt, dass der Kapitalismus einfach wieder in eine normale Entwicklung, auch eine krisenhafte oder konjunkturelle Entwicklung eintreten könnte. Jetzt nochmal ein Blick auf, weil das für die Diskussion, in 6 Punkten, einfach nur nochmal, was bedeutet das jetzt für die sozialen Konsequenzen? Also der erste für uns sicher wichtigste Punkt sind die Verteilungsverhältnisse. Ihr seht in dem rechten Bild, das ist der Anteil am gesamten Einkommen der obersten 10% der Haushalte. Top 10. So, und das heißt, wir haben also praktisch parallel zu dem Bild, was wir vorhin sahen über die Entwicklung der Kreditmarkt, sehen wir, dass wir in den 20-30er Jahren, also in Folge der 30er Jahre, das jetzt USA, eine deutliche zu sagen Rückführung des Anteils der höheren Einkommen. Das ist das, was Krugman, also der Nobelpreisträger und andere sagen, das ist die Phase der Great Compression. Das heißt, man hat zum Teil unter ökonomischen Bedingungen, dann aber auch politisch gewollt, die Einkommensunterschiede gedeckt. Viele von uns sagen, das kann man doch gar nicht machen. Natürlich, wenn man sozusagen den politischen Willen hat, dann kann man die Einkommensunterschiede komprimieren. Great Compression. Und man sieht dann, wie Ende der 80er Jahre sozusagen diese Great Compression sich wieder also sozusagen ausdehnt. Was nun als nächstes? Also das ist in etwa jetzt nochmal, also ein bisschen sozusagen handhabbarer, die oberen 10% der Bevölkerung und ihr Anteil am gesamten Einkommen. Das heißt, wir haben
einerseits eine Expansion der Staatsschuld sozusagen oder des Finanzüberschusses. Wir haben eben zugleich eine Expansion des Anteils der reichen Haushalte. Das hängt miteinander zusammen. Ich würde sagen, das ist nicht unbedingt das eine die Ursache des anderen. Logischerweise heißt Finanzmarktkapitalismus oder finanzmarktgetriebene Kapitalakkumulation nicht nur, dass die Assets, das Geldvermögen immer wichtiger wird, bestimmender wird für die Kapitalbewegung, Kapitalakkumulation. Wir haben in demselben Bereich auch einen Rückgang, das muss logischerweise so sein, der Lohneinkommen. Also das ist in allen Ländern eben, ich würde immer sagen, Deutschland, in diesem Fall zu Recht die schwarze Linie, hat einen besonders drastischen Fall, also in dem Lohneinkommen. Auch darüber müssten wir strategisch diskutieren, weil das für den Kapitalismus heißt, ich will das nur zuspitzen, dass für große Teile der Lohnabhängigen der Wert der wahren Arbeitskraft nicht mehr funktioniert. Das ist kapitaltheoretisch eine völlige Neuheit. Also wir haben nicht einfach nur also industrielle Reservearmee, sondern wir haben dauerhafte Ausgrenzung eines hohen Prozentsatzes in der Bundesrepublik von 10% von Bürgerinnen aus dem gesellschaftlichen Reproduktionsprozess und damit sozusagen eine flächendeckende Prekarisierung, also nicht mehr sozusagen den Zustand, das Minimum ist, dass die Leute den Wert der Arbeitskraft realisieren. Das kannst du überspringen. Kannst du auch überspringen. Auch. Das ist hier jetzt für die Bundesrepublik Deutschland nochmal dargestellt. Das Drama ist bei allen anderen Ländern mehr oder weniger auch so, dass wir, also offiziell ist die Arbeitslosigkeit bei uns 3,4 Millionen. Faktisch, wenn man nur das ist, was man zu sagen sonst hat, sind sie also über 5 Millionen. Das muss man jetzt nationalspezifisch immer betrachten. Ich glaube, bei uns ist das besonders krass. Also weil man diese ganzen Sorten von prekarisierter Arbeit zum Teil nutzt, die Leute zu sagen, ja, also aus der öffentlichen Diskussion machst du mal weiter, das brauche ich ja nicht. Auch nicht. So, das wollen wir. Also, wir haben jetzt einerseits eine Zuspitzung der Verteilungsverhältnisse, das wird weitergehen. Wir haben damit einen dramatischen Anstieg von Prekarisierung, werden wir sehen, und Beschäftigungsverhältnissen, also untypischen Beschäftigungsverhältnissen. Wir werden weiterhin, das ist momentan das, was viele Ökonomen ziemlich umtreibt, die Rolle des Dollars als Weltwährung ist objektiv in Frage gestellt und wird also beispielsweise aus dem asiatischen Raum unter Führung der Volksrepublik China auch offen attackiert. Das heißt, das ist mir jetzt, mehr will ich jetzt eingangs gar nicht sagen, wir reden also nicht nur über, wie wird der Finanzsektor an die Realökonomie angepasst, wie kriegen wir die Realökonomie wieder von, sag ich mal, das Problem, geht das über in eine normale Kapitalakkumulation? Wir sehen also große sozusagen Einkommensunterschiede, große sozusagen Prekarisierungstendenzen und wir sehen aber auch ganz praktisch, dass die bisherige Struktur der Globalisierung, wäre meine These, nicht fortgeführt werden kann. Das heißt, wir sind auch das, was der Genosse Arrighi und Wallerstein und andere schon seit langem sagen, diese Krise wird auch damit verknüpft sein, dass das internationale Regime sich völlig umkrempeln wird. Damit kriegt natürlich wiederum die Frage, wie reagieren die Zentren darauf, also über ihre Staatsapparate nochmal eine wichtige Bedeutung. Das machen wir mal weg. Also das ist eine Seite, will ich jedenfalls kurz nochmal anschauen. Ihr seht hier oben die sogenannten BRIC-Staaten. BRIC-Staaten sind Brasilien, China, Indien und so weiter. Und natürlich ist das
dass bislang die Volksrepublik China, im wesentlichen Zentrum im asiatischen Raum, gespiegelt positiv sozusagen den Effekt hatte der Import sozusagen Logik, die die Vereinigten Staaten haben. Das heißt, die Ungleichheit, der Dollar als Weltwährung war sozusagen eigentlich nur das Spiegelbild. Faktisch haben wir in den letzten Jahrzehnten eine völlige Asymmetrie weltweit in den Handelsbeziehungen gesehen. Die Volksrepublik China, eine Riesenentwicklung hinter sich, hat im Grunde von dieser sozusagen Negativentwicklung in den USA profitiert. Deswegen haben die Chinesen auch am radikalsten die Konsequenz gezogen, nachdem die Krise ausgebrochen ist, und haben das weltweit größte Binnenkonjunkturprogramm aufgelegt, das die Welt gesehen hat, was mittlerweile eben auch dazu führt, dass der ganze asiatische Raum, also mit Auswirkungen auf Australien also auch Indien, sich völlig anders darstellt. So, das heißt, das soll die letzte Folie sein, ich bin glaube ich im Rennen. Also wir haben ein theoretisch-politisches Problem mit dem Begriff, also finanzmarktgetriebener Kapitalakkumulation, der ist nicht selbstverständlich. Dahinter steckt eine Reihe von sozusagen Problemen, sozialen Problemen, auf die wir politisch Antwort geben müssen. Also wenn die Löhne nicht mehr dem Wert der Arbeitskraft entsprechen, ist dann sozusagen Mindestlohn eine Übergangsforderung. Müssen wir dann sozusagen, was sind andere Schritte, um die Prekarisierung zurückzudrängen? Zweiter Punkt, wenn viele Leute durch den Umbau des Sozialstaates oder sozialer Sicherungssysteme an die Finanzmärkte gedrängt worden sind, wie können wir dann sozusagen unseren Beitrag leisten, dass sie nicht für die Krise mitbezahlen müssen? Also das bedeutet beispielsweise für die Bundesrepublik Deutschland, wir haben 13 Millionen sogenannte Riester-Verträge. Riester, das war mal der Vizechef der IG Metall, der bei uns die Zusatzsicherung auf Renten durchgesetzt hat. 13 Millionen Bürger haben zum Teil jetzt ihre Produkte also auf den Übersammelstellen in den Finanzmärkten. Eine totale Vernichtung würde für die Leute relativ drastische Konsequenzen in ihrem Alltag haben. Dann ist es klar, dass wir Weltwährungsprobleme sozusagen am Horizont aufziehen sehen. Wir sind hinter dem Währungsproblem steht, aber die Notwendigkeit oder die Anforderung der Restrukturierung der gesamten Globalökonomie, die wird also so, wie wir sie vorher kannten, wird es also nicht weitergehen. Da sind sozusagen im Großen die Stichworte und insofern heißt es jedenfalls für mich, dass die Linke da sich wirklich ranhocken muss und diese ganzen Phänomene durchdiskutieren und in den jeweiligen nationalen Zusammenhängen auch eben ihre politischen Antworten auf diese Herausforderung geben. Danke für eure Aufmerksamkeit. From Greece.
first question is that everybody now is speaking about this, some signs of recovery, and these signs of recovery are taken for granted as being sustainable. There are some question marks, but the authorities, EU authorities and other authorities in other governments and parts of the world say that we have the depression has been avoided, and we are heading towards more sustainable growth rates, and everything is more optimistic for the future, and we have managed to overcome for the time being the recession. And on Financial Times yesterday, I saw that Germany Institute said that the recession was it was a stagnation of the output of German output in the last quarter of 2009, and the perspectives were gloomy once more in Germany. And on the other hand, there are some bubbles being created because of this easy money given to banks that is not invested in the real economy because of the demand, the gloomy demand prospects. What is your opinion about the future of the economy in the next year? This is the first question. And the second question is that you said that whole budgets were given to banks. Although you said this, and we have read it also in the newspaper, how did this money appear on the fiscal data, on deficits, on debts? How does it appear? Because it seems that there are nowhere that we cannot trace in official figures, where the money has gone in comparison to the fiscal and monetary indicators. Thank you. Leo Gabriel. Leo Gabriel, Österreich. Inwieweit ist es nicht komplizierter Ausdruck für alle Deutschen und nicht Deutsch sprechen, eine Augenauswischerei, das nennt man bei uns in Wien, wenn man sich selbst belügt. Wenn wir sagen, dass der Staat jetzt eine tragende Rolle zur Rettung des Finanzsystems bekommen hat, ist es nicht, dass der Staat selbst sich dann durch seine Verschuldung wieder abhängig macht von einem Finanzmarkt, und in Wirklichkeit eigentlich nicht jener Rolle, die er traditionell hat, sondern sozusagen zu einem Art Superbanker wird und wir deshalb eigentlich nicht mit diesen Assoziationen spielen können, so wie sich halt Sozialismus, Staat und so weiter darstellt. Und die zweite Frage, die ich habe, ist, Sie haben relativ wenig gesagt über den Unterschied, den es gibt, wie die Krise jetzt die Länder des Südens getroffen hat. Wir haben uns ja mehr bezogen auf die USA, beziehungsweise die Bundesrepublik und den Norden. Ist nicht dort das Verhältnis so dramatisch, dass man eigentlich von einem Zusammenbruch sprechen kann, mit Ausnahme vielleicht von Ländern wie Brasilien und anderen, aber Zusammenbruch, wo also das alles schon jetzt nicht mehr funktioniert. Hermann Borschak, ebenfalls Österreich. Also zuerst einmal ein großes Danke an den Joachim für diese wirklich also umfassende Analyse und daher nicht der geringste Versuch eines Gegenreferates oder sowas, sondern einige Anmerkungen in addition. Ja. Wie er, glaube ich, mehrmals gesagt hat, es ist eine außergewöhnliche Krise, es ist keine Dutzend-Krise, es ist keine konjunkturelle Krise, und eine außergewöhnliche Krise verlangt von uns allen als Linken in pluraler Weise außergewöhnliche Antworten.
die weit über unmittelbare Antworten hinausgehen. Als erstes habe ich die theoretische Frage der relativen Autonomie des Finanzsektors. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, der man sich stellen muss. Und ich glaube, das quantitative Ausmaß der relativen Autonomie des Finanzsektors in der jetzigen Situation ist so offenkundig, dass man nicht lange darüber reden muss. Ja? Aber es steckt, glaube ich, eine wichtige theoretische Frage dahinter, und du hast sie zum Teil in deinen Grafiken selbst beantwortet. Es ist kein neues Phänomen. Wenn man sich die Sachen 29 angesehen hat, sieht man, dass schon damals solche Tendenzen angelegt waren, wenn sie auch jetzt also in viel exponentieller Form aufgetreten sind. Das ist nicht eine theoretische Haarspalterei, sondern das ist eine unmittelbar große politische Frage, weil es gibt viele Leute, zum Beispiel in der Gewerkschaftsbewegung, die sagen, naja, versuchen wir jetzt ein bisschen den Finanzsektor unter Kontrolle zu bekommen und dann geht das Werk schon irgendwie wieder. Und das ist ein totaler, glaube ich, da stimmst du mir ein totaler theoretischer Fehlschluss. Man kann zum Beispiel bei Marx im Kapital, glaube ich, dritter Band an mehreren Stellen also lesen, dass es eine unwahrscheinlich große Möglichkeit der relativen Autonomie des Finanzsektors gibt, aber irgendeinmal kommt der Punkt, wo die Blase platzt, und genau damit sind wir jetzt konfrontiert. Du hast ein sehr interessantes theoretisches Problem angesprochen, das ich jetzt in keiner Weise lösen kann, aber vielleicht einen Satz dazu. Du hast gesagt, naja, der Wert der wahre Arbeitskraft wird nicht mehr so voll refundiert und wir sind da mit einem, sozusagen mit einer völlig neuen Situation konfrontiert. Ich werde etwas vorsichtig, ich möchte nur den Begriff des Lumpenproletariats einführen, den es ja schon immer also gegeben hat. Wir haben nicht nur sozusagen die Leute, die in Anstellung sind, die ihre wahre Arbeitskraft verkaufen können und die auf 3 oder 5 Jahre in die industrielle Reservearmee übergehen, sondern wir haben immer in vielen Ländern, nicht nur in den unterentwickelten oder in den in Unterentwicklung gehaltenen Ländern, solche Phänomene gehabt, dass Leute überhaupt nie in den Arbeitsprozess eingetreten sind. Zum Beispiel Lateinamerika gibt es also viele Bereiche, wo also informelle Wirtschaft und Ähnliches herrscht, wo man also mit sehr differenziert die Situation analysieren muss und nicht einfach Kategorien einer industrialisierten Gesellschaft übertragen kann. Letzte Bemerkung und damit am Ende. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass du mindestens 3 bis 5 Mal den Begriff der Übergangslosung entwickelt hast. Das heißt, für diejenigen, die also ein bisschen mit der marxistischen Tradition vertraut sind, heißt das, nicht nur unmittelbare Antworten gibt. Und die unmittelbaren Antworten können wir uns nicht drücken. Wenn du zum Beispiel sagst, dass viele Leute Finanzmarktprodukte also gekauft haben, kann ich das aus österreichischer Sichtweise bestätigen. Ich habe seit 15 Jahren bei der städtischen Versicherung gearbeitet und da hat es diese kleinen Polizen gegeben. Die hat ein sozialdemokratischer also Gesundheits- und Finanzminister entwickelt, ein gewisser Herr Salcher, die Salcher-Polizei, und die ist massenweise über den Tisch gegangen. Also dieses Problem müssten wir also sehr wohl reflektieren. Man kann nicht einfach sagen, die Banken sollen also krachen, das interessiert uns nicht. Wenn die Banken aufgefahren werden, dann müsste das meiner Meinung nach unter demokratische also Kontrolle gestellt werden. Nun muss eine Bankpolitik eine andere Linie haben. Das ist sozusagen die unmittelbare Antwort, um an den Anfang zurückzukehren. Aber die Krise hat ein so dramatisches Ausmaß. Und du hast es mehrmals unterstrichen, dass solche unmittelbaren Antworten nicht ausreichen. Und daher muss man, glaube ich, wirklich sich ernsthaft überlegen, wie man konkrete Schritte in Richtung Systemveränderung machen kann. Danke. Herr Mann, ich stelle das Mikro wieder ab. Danke. Vor der Revolution wird das Mikro abgestellt. Jetzt Joachim, mal erste Antworten und dann nehme ich weitere Fragen. Ja? Jetzt sind die Österreicher am besten im Rennen. Vielleicht. Sehr gut. Also ich fange nochmal jetzt an, vielleicht von hinten her. Das ist in der Tat auch meine Auffassung, dass wir in einer bestimmten Weise die Neuauflage, also die Veränderung einer schweren Weltwirtschaftskrise sehen, im Vergleich, also die vergleichbar ist nur mit 1929 vor. Also keine bloß konjunkturelle Krise. Ich habe da ja versucht, kurz diesen Eichengreen-Index vorzustellen, eine Reihe von anderen Diskussionen.
Und man kann das auch immer zeitlich umsetzen. Also nach Eichengreen und anderen würden wir uns jetzt in den Krisenverlauf irgendwo im Jahr zu sagen, zu Beginn des Jahres 1932 befinden. Ich sage das nur, weil wir alle immer die Vorstellung haben, sowas wie eine Weltwirtschaftskrise, da gibt es nur einen Prozess und der ist Absturz. Das ist zu sagen, bei all dem, was wir bislang jedenfalls historisch gesehen haben, eben nicht so eindeutig, sondern es geht schon zu sagen um Wellen, zu sagen mit leichten Erholungen und, das ist mir auch jetzt nochmal ganz wichtig, obwohl ich den Part dann nachher doch Bob Jessop überlassen will, natürlich ist das auch politisch beeinflussbar. Also das ist eines zu sagen, wir haben sicher auch in Transform lange immer vom Neoliberalismus gesprochen. Das macht meines Erachtens auch politisch Sinn, also neoliberale Ideologie, neoliberale zu sagen, Sozialpolitik, Umverteilungspolitik, völlig in Ordnung. Das war aber dann in der Substanz immer die Linie, den Staat zurückzunehmen und der Herrschaft, also der Marktsteuerung, die nochmal zu sagen, zu stärken. Die Frage, ob man das rigoros hinbekommt, ist ja eine andere Punkt. Auch Privatisierungstendenz, also um dieses bei uns in der Partei besonders strittige Kapitel. Natürlich ist der gesamte öffentliche Sektor aus der Mixed Economy der Nachkriegsphase seit den 80er Jahren beständig einem Privatisierungsprozess unterzogen worden. Große Teile der Gesellschaft. Also Wohnen, angefangen jedenfalls bei uns, über soziale Sicherheit, über öffentliche Institutionen, also öffentlichen Personennahverkehr, bis hin zum Schluss Postbahn etc. Ich will nur darauf hinweisen, dass das dann doch, man kann über den Staat ja streiten, also jetzt Abhängigkeit und so weiter soll Bob nachher nochmal genauer entwickeln. Aber es ist schon das Faktum, dass wir eine Verschiebung aus meiner Sicht in dem Verhältnis zwischen privatkapitalistischem Sektor der Akkumulation hatten und dem, was zu sagen öffentliche, genossenschaftliche, gemeinwirtschaftliche Strukturen zu sagen angeht. Und also insofern war dann zu sagen erstmal eine Reaktion erkennbar, dass das Finanzkapital, die führenden Repräsentanten des Finanzkapitals sagen, okay, wir sind am Ende. Natürlich geht da jetzt eine bestimmte Erpressungspolitik vonstatten. Das ist in vielen Punkten stärker betont worden, als es faktisch ist. Und sicherlich, was wir jetzt gerade sehen, hat sich ein Teil dieser Finanzinstitute auch schnell wieder zu sagen freigeschwommen. Aber man muss immer sehen, das ist nicht, sozusagen auch für die USA aus meiner Sicht, nicht das gesamte Finanzsystem, sondern eben nur ein bestimmter Teil davon. Ich will aber zurückkommen auf das, was Hermann gesagt hat. Natürlich war die Konstellation, das wollte ich ja auch rüberbringen, durchaus vergleichbar mit 1929 fortfolgende. Und Keynes, daran kann ich das jetzt, glaube ich, sehr deutlich machen, hat nicht immer nur Konjunkturpolitik gemacht, sondern Keynes zentrales Anliegen aus meiner Sicht war, und zwar jetzt durchaus immanent in seiner, wie kann eine solche Vermögensblase verhindert werden? Wie, das war als Botschaft an die bürgerliche Klasse zu sagen, ihr müsst dafür sorgen, dass sich sowas nicht wiederholt. Und er hatte damit, also das wäre jetzt eine offene zu sagen, Perspektive, das war die Situation, das ist ein bisschen schräg für uns Deutsche mindestens, der Euthanasie des Rentiers. Das heißt, weil das Geldkapital also zwangsläufig wieder ein großes Gewicht bekommen würde, damit die Zinssätze nach unten gehen. Und wir haben heute
Zinssätze, also wenn ihr euch das anguckt, wir haben Zinssätze für im Bereich, also ein Jahr, die liegen um 1%. Das ist also das ist vor dem Himmel. Das heißt, das indiziert einen großen, zu sagen, Überschuss, ein großes Angebot an Geldkapital. Und Kate sagt, das ist die Situation, da kann man über eine, wie war das jetzt, Systemveränderung nachdenken. Der Geldkapitalist, sage ich mal jetzt zugespitzt, bringt sich aus ökonomischen Gesetzmäßigkeiten sozusagen selber an den Rand des Abgrunds. Man muss ihn dann sozusagen nur noch sanft enteignen. Dieses sanft würde ich heute sagen, das teile ich überhaupt nicht, sondern wir erleben gerade jetzt, wie hart die Auseinandersetzung ist zwischen öffentlichem Sektor, also auch politischer Regierung und der Macht, also der Repräsentanten dieses Finanzkapitals. Aber, das war ja die zentrale These von Hermann, das ist keine bloße Konjunkturkrise, das ist meine feste Überzeugung, und es ist eigentlich sozusagen die Zeit, in der entweder ganz harte Schritte der Re-Regulierung erfolgen müssen, wie diese Phase der großen Kompression, von der ich momentan nicht überzeugt bin, oder zu sagen, des Umbaus dieser Gesellschaft. Lumpenproletariat an der Kehrseite, das müssen wir, glaube ich, heute nicht ausdiskutieren. Meine Einschätzung ist, industrielle Reservearmee, schon vom Begriff her, war immer so gedacht, dass sie attrahiert, also angezogen und abgestoßen wird. Ein Teil davon ist klar die untere, was im 19. Jahrhundert die Lazarus-Schicht genannt wurde. Das war zu sagen, die ist dann ganz, ganz schwierig in den Boomphasen der Kapitalakkumulation integriert worden. Aber sie ist integriert. Meines Erachtens hat Vacon, also mit dem Blick auf die französischen Verhältnisse und auch USA, ich finde jedenfalls, ich weiß, es gibt eine Reihe von uns, die das bestreiten, überzeugend nachgewiesen, dass das alles vom Volumen her schon nicht stimmt. Also ich kann jetzt nicht so aus dem Kopf die französischen Größenordnungen runterbeten. Aber bei uns ist das so, also Hartz IV, was Heidi sagt, also die da dauerhaft ausgegrenzt sind, das sind bei uns rund 8 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Und die jetzt, das kostet unsere Republik, sie am Existenzminimum zu halten, rund 50 Milliarden Euro. Und solange diese, und sie sind seit der Einführung dieser Form sozusagen soziale Sicherung, sind sie dauerhaft, da ist kaum Bewegung drin. Und das bedeutet, deswegen war ja die Zahl auch eindeutig, dass kein anderes europäisches Land, ich glaube auch kein Land unter den Metropolen, einen solchen Absturz in den Lohnverhältnissen hinter sich hat wie die Bundesrepublik. Also wir sind sozusagen, wenn man da jetzt guckt, wir reden heute also von rund 8 Millionen sozusagen dauerhaft Ausgegrenzten und wir reden über rund 40%, 50% von Bürgern, die vom Verkauf ihrer Arbeitskraft leben, aber in prekären Verhältnissen stehen. Und wenn jemand sozusagen von, obwohl er 8 Stunden und mehr arbeitet, ich lasse jetzt mal die Zahlen weg, dann davon zu sagen, nicht meinen, dann seinen, sich reproduzieren kann, also Essen und Miete und dergleichen, sondern dann noch auf staatliche Zuschüsse angewiesen ist, also Seite, dann würde ich sagen, dann ist das eine Deformation kapitalistischer Ökonomie, das ist meine Einschätzung, die von Marx, also jetzt wenn man den Punkt nimmt, überhaupt nicht vorstellbar war, und guckt euch, das wäre jetzt die Kehrseite, das ist ja denn nur zu sagen, sind die Gewerkschaften, die dann den Wert der Arbeitskraft verteidigen sollen, sind die Ursache? Ich glaube eher nicht, sondern glaube, dass wir da ein wirkliches Problem haben. Und das heißt, ich will ja nur auf den Punkt raus, selbst wenn man sagt, das war eher nur konjunkturell, das wird jetzt vielleicht dann doch alles besser in der Entwicklung, was ich überhaupt nicht teile. Also ich glaube, dass das
nach wie vor eine ganz, ganz widersprüchliche Entwicklungsphase über 4-5 Jahre zu sagen ist, die wir vor uns haben. Selbst dann würde eine Re-Regulierung bedeuten, nicht nur, dass wir die soziale Sicherung in Ordnung bringen, dass wir die Konzeption für die Sanierung der öffentlichen Finanzen entwickeln, sondern dass wir auch zu sagen sicherstellen, dass wer arbeitet, dann auch so viel Lohn erhält, dass er von dem Verkauf seiner Arbeitskraft existieren kann. Also das ist das Minimum, ist nicht meine Art, aber wenn man systemimmanent darüber nachdenkt, was mindestens bei uns in der Partei legitim wäre, wir wollen eigentlich nur zurück zu geordneten kapitalistischen Verhältnissen. Da muss man wissen, was man da für ein Reformprogramm auf die Tagesordnung setzt. Also ich, das ist jetzt eine andere Debatte, aber das ist ja auch Transform angesagt. Ich bin im bundesdeutschen Diskussionszusammenhang und auch in der Partei jemand, der sagt, wir müssen über systemsprengende oder Systemalternativen nachdenken. Und das heißt also über einen Sozialismus im 21. Jahrhundert und das heißt in bestimmter Weise über Schritte einer solidarischen Ökonomie. Also und das reicht dann zu sagen von der Reorganisation des Finanzsektors über soziale Sicherungssysteme bis hin also zu Fragen der Restrukturierung der Produktion. Danke. Ich nehme noch eine Meldung von Harris. Harris Gualemis from Nikos Poulantzas Institute of Greece. I'm not sure if relative autonomy of the financial sector, if it exists, is a permanent characteristic of present-day capitalism. But for me it's clear that there are distinctive differences between the interests of financial and especially banking capital and industrial and commercial capital during the crisis, during the present crisis. And I can tell this from judging from the experience in my country, where initially, for me, it's also, as I see Bob here, it is a classical case of differences between class fractions. Because look what happened in Greece and I think in other countries as well. When the crisis erupted, there was an appeal from the banks to the state, which is present, of course, it never disappeared. And the state responded and with a huge support package. At the same time, the industrial capital, both the big one and the small one, and people working in the commerce were asking from the government, from the state, to divert at least part of that money for the relief of the over-debted or households, or for the relief for the support of enterprises of the real economy. The result was that recently the government decided to put in practice a very light program of debt relief. You know the result? The result was that there was a huge reaction from the part of the banks, from the part of the European Central Bank, because they said that if this is done and money is diverted and there is a debt relief of some households or enterprises, then this would put in danger the Greek
banking sector, and this will have repercussions in the countries of Eastern Europe, and which is true. What does all this mean? I think that this obliges progressive forces not to see capital and in every country as homogeneous, and that means that also that we have to if we want to make alliances, to not to get out of this crisis with a complete destruction of the cohesion, the social cohesion in every country, that taking into the banking sector into some case of control, for my case, a complete nationalization would be a very modest measure at this moment. And I remember Leo Panitch saying that in Athens last year. We need to, as progressive forces, to support this idea. Very short. My name is Euclid Sakalotos, also from the Institute of Nikos Kouratsas. I have the exact opposite question of Harry's, so you don't think all Greeks agree. I actually agree that the banks have proven themselves that they need to be seen as a public utility and that the risks involved. But I just don't see the fractions coming out. I see finance capital has done very well after the crisis. It's continuing to make profits, and industrial capitals have been lambs in America, in Britain. Where is Bill Gates talking about the real sector in communications and computers? Where is the car companies saying that all that's going? I feel that either finance capital is very hegemonic, so they can't say it, or, which is what I believe, is that we have a new form of capitalism where this is it, this is what is capitalism at the moment, and there is no big dispute between finance and industrial capital. There is no, I don't see anywhere in Financial Times, in the Wall Street Journal, anywhere. What I see is that the capitalism of the last 30 years is one that is supported by all fractions of capital. And I also, that leads me to radical conclusions, but for slightly different reasons. You must solve the difference. Wir müssen eigentlich diesen Punkt jetzt abschließen. Ist noch eine ganz kurze Bemerkung? Ja. Ich möchte fragen, den richtigen Grund für die Krise von 1974. Also, dass die Krisen Anfang der 70er Jahre, die haben aus meiner Sicht zwei Hintergründe. Auf der einen Seite, das, was wir lange Zeit nicht registriert haben, war schon eine folgenreiche Veränderung im Weltwährungssystem. Das heißt also, die Bindung des Dollars an einen bestimmt modifizierten Goldstandard, das hat eine bestimmte, jetzt verkürze ich das mal, hat eine bestimmte Kapitalakkumulation und auch eine bestimmte Schieflage in der globalen Ökonomie, die sich erst sukzessive ausgebildet hat, ermöglicht. Zweiter Punkt, über den man länger reden müsste,
jetzt nicht gut, also die Zeit haben wir nicht. Das Zweite ist, ich halte, ja, habe das vorhin kurz angedeutet, nicht sehr viel von der Periodisierung in Konkurrenzkapitalismus, Monopolkapitalismus und staatsmonopolistischen Kapitalismus. Da kommen ja ein Teil der Interventionen, haben ja diesen Hintergrund. Das ist mir bewusst, aber das teile ich nicht, sondern aus meiner, zu sagen, eher in der Regulationstheorie begründeten Periodisierung geht es darum, dass wir bestimmte gesellschaftliche Betriebsweisen haben, die dem Kapitalismus jeweils ein bestimmtes Gesicht aufhören. Und das, worüber wir dann in der Nachkriegsphase, also von den 50er bis 70er Jahre reden, das ist eben fordistische oder Massenproduktion. Und diese fordistische, sozusagen Massenproduktion, auch dann die Kehrseite davon, der Einbruch, wie in Grau das immer gesagt hat, der Einbruch der Massen in die Politik mit vielen Veränderungen der Repräsentanzverhältnisse, das war sozusagen auch am Ende. So, und diese Krisenprozesse, die haben uns ziemlich lange beschäftigt, das habe ich vorhin angetippt, also postfordistische Kapitalentwicklung war lange ein Begriff, Riesendebatten dazu, also das müsste man für sich jetzt wieder machen, das kann ich jetzt so auf die Schnelle, das wäre vermessen, wenn ich das ausräumen wollte, die ganzen Argumente. So, also das ist zu sagen zu den 70ern. Das, womit wir, also das habe ich ja eingeräumt, wir haben gegenwärtig seit, ich würde sagen, seit den 90er Jahren, seit Mitte der 90er Jahre, aus meiner Sicht redet ein Teil, und zwar ein wachsender Teil, das ist ja zugestanden, redet davon, dass sich die Grundstruktur der Kapitalakkumulation verändert. Und dass wir Asset-Driven Economy, nennt das zum Beispiel Brenner, oder zu sagen, jetzt habe oder so weiter. Das heißt, finanzmarktgetriebene Kapitalakkumulation ist die vielleicht schlechte Eindeutschung von diesem. Und wir reden seit den 90er Jahren davon, also ich kann das für die Bundesrepublik Deutschland sogar sagen, der richtige Durchbruch zur Hegemonie des finanzgetriebenen Kapitalismus, der ist unter der sozialdemokratisch-grünen Regierung. Da sind sozusagen bei uns in der Steuergesetzgebung, in der Frage der Öffnung der Finanzmärkte, also der unbeschränkten Transaktion über die Grenzen bis hin also zu also dann Abschaffung von Börsen, Umsatzsteuer oder sinngemäß, da ist sozusagen dieser Sektor komplett freigegeben worden. Und das hat, also das kann ich jetzt sagen, das hat dazu geführt, dass dann erst in der New Economy Phase und dann danach, also in diesem ja, Immobilienboom, dass da alle Schranken gebrochen sind, die vorher noch existierten. Und deswegen, also das, ich kann hier nicht antreten und dann sagen, das ist einfach so. Ich mache ja häufiger solche Seminare und weiß, dass das eine ganz umstrittene Sache ist. Also dass die Genossinnen und Genossen, die das eher in der Tradition von staatsmonopolistischem Kapitalismus denken, dass die sagen, nö, das sind für sie keine neuen Phänomene, sage ich jetzt mal. Und das ist, insofern glaube ich, also Hermann hatte da ja einige Sachen angeführt, dass das wir so eine ähnliche Konstellation, also im Zusammenhang der ersten großen Weltkrise in den 29er Jahren gesehen haben, die jetzt also nicht einfach eine Wiederholung ist, sondern in der Tat eine ganze Reihe von neuen Phänomenen aufwirft. Und wir kriegen das ja, können glaube ich jetzt, wenn wir in der zweiten Runde über den Staat reden, auch ja wirklich nochmal über die Schranken und die Schwächen und sozusagen Widersprüche reden wollen.
da bin ich durchaus also einverstanden. Aber ich kann auch nur sagen, dass unter US-Finanzminister Paulson das Bankenrettungspaket ist in weniger als einer Woche durch den Kongress gepeitscht worden. Und das ist, wenn ihr euch das Gesetz vorstellt, das waren, glaube ich, 6 große Leitsbauten erfolgt. Und im Prinzip hat Paulson mit seinem Küchenkabinett, wo Geithner mit dabei war, bei uns war das so ähnlich, den Absturz, ich kann das einfach heute so sagen, ich teile das, den Absturz des gesamten Finanzsystems verhindert. Und das ist hinterher in Schritten, ich sage das mal, legalisiert worden. Man hat das versucht, sozusagen auf andere Grundlage zu stellen. Und ich habe, so bin ich ja eingestiegen, dass eine bestimmte Rekonstruktion diesem System jetzt auch attestiert werden kann. Also ich würde das tun. Ich bin skeptisch über die Tragweite, also ob das sozusagen jetzt in der Hinsicht weitergeht. Also ich sehe jedenfalls weder in der Realökonomie noch also im Bereich des Finanzbereiches sehe ich, dass da wirklich tragfähige Schritte der Re-Regulierung unternommen worden sind. Mag sein, dass ich da schief liege. Aber jetzt noch eine zweite Sache, die jetzt, das finde ich jetzt auch einfach wichtig, meines Erachtens, dass wir in einer bestimmten drastischen Weise vorgeführt bekommen, dass Staaten in Konkurs gehen können. Und ich sage jetzt nur, ich bin mir nicht sicher, dass euch das Schicksal erspart bleibt, um das mal ganz hart zu sagen. Das heißt, also deswegen habe ich das vorhin kurz berührt, Island hat eine wunderbare Entwicklung hinter sich, aber zu seinem produktionsseitig überhaupt nicht untersetzt. Da ist das bisschen Produktion zusammengebrochen und auf dem Land hängt also eine solche Schuldenblase oder auf Irland oder zu sagen jetzt auch auf Griechenland. Das sind jetzt, ich bin da bewusst nicht drauf, das sind eigentlich Verhältnisse, die wir sonst nur aus den Staaten oder den Ländern des Südens kennen. Also wo man eigentlich nur sagen, komm Leute, wir müssen da über das komplette zu sagen Entschuldung reden. Und ein Programm mit Unterstützung, meinetwegen der EU, wenn das weitergehen soll. Ich habe deswegen, mir ist das ganz wichtig, dass wir auch konfrontiert sind mit Strukturbrüchen in der globalen Ökonomie. Also vom Finanzsystem, Währungssystem, aber auch zu sagen der internationalen Arbeitsteilung. Auch wenn die jetzt noch nicht vor unseren Augen ist. Und das betrifft besonders also kleine Staaten, auch in Europa betrifft das meines Erachtens besonders kleine Staaten. Jetzt mag sein, dass Griechenland, ich hatte vorher immer einen Tipp, ich dachte, Spanien, habt ihr alle noch vielleicht in Erinnerung, Spanien hatte den exotischsten Immobilienboom, den man sich also vorstellen kann. Und unsere spanischen Genossen haben auch immer zu sagen, davor schon darauf hingewiesen, dass das völlig absurd ist, was sich da eigentlich in diesem Bereich tut. Und ich gehe mal davon aus, dass die Arbeitslosenzahl jetzt mit knapp 20%, dass das eher noch unterzeichnet ist. Und ich habe eine bestimmte Vorstellung davon, was das bedeutet, wenn man aus solchen Verhältnissen, also ohne Einbettung in internationale Unterstützung, also wie man eigentlich von der Fehlentwicklung runterkommt. Also vielen Dank für die Ausführungen und die Diskussion. 10 Minuten Pause, bitte nicht mehr, weil wir etwas im Rückstand sind.